Minister, sehr geehrte Kommissionschefin, liebe Kinder, werte Gäste hier heute. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen unser Siegerprojekt in der Kategorie 2 hier jetzt vorstellen zu dürfen. Es handelt sich um ein sehr mutiges und ich hoffe auch erfolgreiches Projekt. Mutig ist dieses Projekt deswegen, weil es sich traut, den Blick auf einen schrecklichen Umstand in unserer Gesellschaft zu richten. Es also den Finger in eine tiefe gesellschaftliche Wunde legt. Man möchte fast sagen, sich traut, mit einem Tabu zu brechen, dass denn dieses Thema, ja, das hat auch was, was lieber in einem dunklen Hintergrund aus. Denn es handelt sich um nichts weniger als um den unglaublichen, erschütternden, erschreckenden, erregenden Umstand des Selbstmords von Kindern und Jugendlichen. Eine Tatsache, die jeden von uns sich schon alleine beim Versuch, die Umstände einer derartigen Handlung zu vergegenwärtigen, mit Grauen. Dass es ein Kondensations- und Ausgangspunkt ist für unser ganzes Land. Ja,